Ja, wie beginnen wir mit der Arbeit mit dem Windows Movie Maker Version 16.4? Es geht natürlich darum, ein neues Projekt zu öffnen. In diesem Projekt werden dann alle Dateien, alle Videos, alle Audios gespeichert, die mit deinem Projekt zu tun haben, also mit deinem Video, das du dir anfertigen möchtest. Ich habe hier bereits ein Projekt geöffnet. Wenn ich das hier dann speichern möchte, das möchtest du jetzt am Schluss dann auch, geht man hier auf Datei, Projekt speichern unter. Ich wähle mir den Dateipfad aus, habe mir hier schon einmal einen gewählt. Klicke auf Speichern, überschreibe es und ich speichere damit dann an und für sich nicht die Videos selber und die Audios, die in dieser Datei drin sind, sondern die Verweise auf diese Dateien. Das heißt, in dieser Datei, in dem Fall mein Film 01 WLMP, sind nur die Verweise auf die einzelnen Dateien enthalten. Wenn du jetzt also deine Videos, die in dieses Projekt eingebunden werden, oder deine Audiodateien, deine Musik und dergleichen mehr, verschiebst an anderer Stelle unterbringst, wird dieses Projekt dann diese Audios auch nicht mehr finden. Deswegen wäre mein Tipp, versuche alle Dateien, die in diesem Projekt enthalten sein sollen, in einem Ordner zu speichern. Und in diesem Ordner, den kannst du dann verschieben in einen anderen Ordner und deine WLMMP-Datei, das ist die Datei-Extension für das Projekt, wird dann auch dann die darin enthaltenen Dateien wiederfinden. Ich speichere es jetzt hier noch einmal. Gehe auf Datei Neues Projekt. Wir fangen jetzt ein frisches Projekt dann an. Und mit diesem frischen Projekt, das werde ich jetzt hier gleich noch einmal speichern, Projekt speichern unter, das nenne ich jetzt 02, mein Film 02. In diesem Projekt werden wir dann arbeiten. Auf zum nächsten Video.